König Honigstrom. Vor langer Zeit geschah es, dass der König, der die himmlische Stadt Lopburi beherrschte, keinen Sohn hinterließ, der die Sippe hätte fortführen können. Daher entschlossen sich die Bürger, einen Mann zu suchen, der genügend Verdienste besaß, um mit die Macht des heiligen Glaubens zu fördern und über die Stadt den kühlen Schatten des Glückes auszubreiten. Die Höflinge, Beamten und Seher hielten Rat miteinander und fassten einmütig den Entschluss, die Probe mit dem königlichen Thronbutt zum Panahon auszuführen, dem himmlischen Schwan, dem Siegreichen, geschmückt mit allen Rangzeichen des Königs. Wenn das Boot dem Verdienstvollen auf seiner Fahrt begegnen würde, so wollten sie ihn einladen, den Königsschatz fortan zu verwalten. Gemeinsam gingen sie und bereiteten das Thronboot den Siegreichen zum Panahon für die Probe vor und schmückten es mit den königlichen Rangzeichen. Nun konnte der Festzug des Königsboots beginnen. Sie stießen es in den Strom der Wasser und es folgte den Flüssen und Kanälen durch die Stadt, auf der Suche nach dem Mann mit den höchsten Verdiensten. Wenn er gefunden sei, so lautete ihr Gebet, dann möge das Boot anhalten in seinem Lauf und auf dem Wasser verharren, still stehen. Das Boot schwamm dahin und bald lag die Stadt hinter ihm. Es kam zu einem Dorf, wo 47 Kinder auf einer langen und breiten Weide Kühe hüteten und im Schatten der Bäume miteinander spielten. Dort gab es einen Termitenhügel, eine Elle hoch. Die Kinder spielten König und Untertanen. Einer der Knaben war zum König gewählt worden und sein Thron sollte der Termitenhügel sein. Die anderen Kinder mussten im Kreise um ihn herum niederknien und ihn anbeten, denn sie waren nur Königssklaven und Knechte. Der königliche Knabe befahl zweien seiner Freunde, Edelleute und Fürsten zu sein. Er nannte sie Fürst Intratep und Fürst Pirentatrep. Die beiden Edelleute versündigten sich jedoch gegen ihren Herrn auf dem Termitenthron, und so ließ der König sie ergreifen und verkündigte das Todesurteil. Mit einem Holzstäbchen sollten sie hingerichtet werden. Die Knaben, die die Rolle der Scharfrichter spielten, ergriffen die Missetäter, legten sie in Fesseln und berührten dann mit den Holzstäbchen ihrer Opfer Nacken. Aber oh Wunder, die Holzstäbchen trennten den beiden Knaben die Häupter vom Rumpf, sodass ihr Blut weiterhin verspritzten. So kam das Dorf zu seinem Namen, Dorf der Termitenköpfe. Als die Seher, die Hofbeamten und die Königsknechte dem Thronboot zum Panahon folgend dort ankamen, hielt das Boot an in seiner Fahrt. Keine Ruderkunst vermochte es mehr von der Stelle zu bringen. Die Knechte mochten rudern, so kräftig sie wollten, das Boot bewegte sich nicht. Die Seher verstanden das Zeichen. Hier musste der Verdienstvolle wohnen. Sie ließen in der Muschelhörner stoßen und die Hornbläser gaben das Zeichen, ans Ufer zu gehen. Dort erfuhren sie von dem Knaben, was geschehen war. Nun waren sie ganz sicher im Herzen, dass der Verdienstvolle gefunden war. Sie luden den König der Knaben ein, der Königsschätze anzunehmen und ihm zu folgen. Seine Spielgefährten durften mitkommen und im Schloss seine Pagen zu sein. Eines Tages ging der Jungkönig hinab zum Flusse, um im Wasser zu baden. Da kamen zwei Reisende aus dem Stamme der Mohn des Weges, Vater und Tochter waren es, und sie wollten Stoffe verkaufen. Die Jungfrau trug die 5 Zeichen weiblicher Schönheit und erregte des Königs Herz. Er ließ seine Pagen den beiden folgen, um zu sehen, wohin sie sich wendeten. An jedem Tag jedoch hatte die Mohnjungfrau das Mal des Blutes an ihrem Kleid. Sie legte es daher ab, um es in der Sonne zu bleichen. Da kam ein Schwarm Bienen und flog mit dem Tuch davon. Der König erstaunte sehr, als er es fuhr. Er ließ die Jungfrau kleiden und weihte sie zu ihrem ersten Gatten. Der Herr des Chinesenreiches hatte eine tugendsame Tochter. Sie hieß Soi Dok Mak, Betelblütenkranz. Ihr Leib war voll Liebreiz und die Seher weissagten ihr, dass sie Königin werden würde in einem fernen Land und die Stammesmutter einer unsterblichen Königssippe. Ihr Gatte lebte in westlicher Richtung, im Reich der Tai. Große Verdienste habe er erworben und wohl sei er passend zu ihr, der Hochgeborene.
Der Herr des Chinesenreiches ließ daraufhin eine königliche Botschaft ausgehen, um die Freundschaft der beiden Geschlechter zu begründen und dem König des Tai-Reiches zu sagen, dass er ihm seine Tochter zur Frau geben wolle. So komm also, hieß es, und nimm sie dir. Als der Herr von Thailand das erfuhr, frohlockte sein Herz. Im 12. Monat, am 11. Tag im Jahre 395 des kleinen Kalenders, nahm er sein Heer und führte es auf dem Wasserwege aus der Stadt. An der Mündung des Kanals lag ein Tempel auf der Landzunge, und da sah der König einen Bienenschwarm in einer schwarzen Traube am über das Wasser verbringenden Fristbalken des Tempeldaches hängen. Der König betete zu Buddha und sprach vor dem Buddhabild: Die Kraft meiner Verdienste hat mich zum Herrn des Königsschatzes gemacht. Meine Untertanen haben Glück und Wohlstand gefunden. So möge denn der Honig herabträufeln auf mein Boot und meinem Thron erheben gleich einem diamantenen Fels. Der König schwieg, und siehe, da troff Honig herab und überkrustete glänzend den Thron im Schiff. Ein Wunder war geschehen. Der Herr freute sich unbändig und dankte im Staub vor dem Buddhabild. Als er dem Buddha sein Opfer gespendet hatte, stieg er wieder auf sein Schiff und setzte seine Reise fort. Der Abt des Tempels erteilte ihm seinen Segen und gab ihm den Namen Sainamphüng, König Honigfluss. Die Höflinge kehrten zurück, um für das Wohl der Stadt in Abwesenheit des Königs zu sorgen. Der König selbst nahm aber Kurs auf das Chinesenreich. Lange musste das Schiff fahren, bis sie das Land der Chinesen erreichten. Als der König der Chinesen den verdienstvollen König von Thailand erblickte, freute er sich sehr. Er befahl, die Weihfeier vorzubereiten und verband die Prinzessin Tsoi Dokmak dem Thai-König als Gattin. Dann ließ er 5 Junken ausrüsten und belud sie mit feinsten Speisen. 500 Gefolgsleute sollten die Königstochter begleiten auf der Reise über die Mitte des Meeres. 15 Tage dauerte die Fahrt. Dann kam der Festzug der Schiffe an die Grenze des Landes. Die Pagen und Edelleute waren die ersten, die erfuhren, dass König Honigfluss heimgekommen war. Sie empfingen ihn an der Vorinsel. König Honigfluss kehrte geschwind in die Stadt zurück und bereitete den Staatsempfang für Tsoi Dokmak, seine Gattin, vor, deren Junken vor der Stadt Anker geworfen hatten. Die Ältesten und Weisen, die Hofdamen und die königlichen Beamten machten das Thronschiff fertig, damit es die neue Königin empfangen und abholen könnte. Sie aber machte Schwierigkeiten und sprach: Ich bin mit meinem Herrn bis vor die Stadt gekommen. Große Mühen habe ich mich aufgenommen, um bis hierher zu gelangen. Warum kommt der König nicht selbst, um mich in die Stadt zu geleiten? Die Alten brachten das Wort der Fürstin vor den König. Zum Spaß spricht sie so, dachte König Honigfluss, und um mich zu necken. Daher sandte er ihr die Botschaft: Du bist nun so weit gereist und willst nicht in die Stadt eintreten, so bleibe, wo du bist, und tue nach deinem Herzen. Mit Schrecken vernahm er es die Fürstin. Ihre Befürchtungen hatten sich bewahrheitet. Kummer und Sorge beschlichen ihr Herz, denn sie verstand nur eines: Der König hatte seine Liebe zu ihr verloren. Am nächsten Tag kam der Festzug zum anderen Mal zu der Junken, und diesmal führte König Honigfluss ihn an. Die Fürstin trat ihm entgegen und sprach: Weil du meine Gefühle verletzt hast, bin ich nicht in die Stadt gekommen. Und sie setzte das bittere Wort hinzu: Auch jetzt gehe ich nicht, sondern bleibe, wo ich bin. Das war dein Befehl, und mein Herz hat ihn verstanden. Du bist ans Ende deiner Liebe gelangt. Geringschätzung aber kann ich nicht ertragen. Die Königin sprach's, hielt den Atem an und starb auf der Stelle. König Honigfluss brach in Tränen aus. Die chinesischen Edelleute des Gefolges weinten bitterlich um ihre Herrin. Als sie seufzend ihren Schmerz etwas gelindert hatte, baten sie darum, ihre Königin in einer Verbrennungsfeier einäschern zu dürfen. So wurde Tsoi Dokmak auf der Landzunge Bangkhadja verbrannt. Einen Tempel ließen sie dort bauen, dem der königliche Name gegeben ward: Tempel des Scheiterhaufens der Königin. Später wurde der Tempel Wat Panachen genannt, und so heißt ein Tempel in Ayutthaya bis heute.